Zettel nicht mal nach Hause schicken? Können eure Hochwürden nicht mal dafür sorgen, dass die werte Frau Mutter die Versammlung verlässt? Frau Mutter, es wird sich alles richten. Und ich bleibe dabei. Nehmen Sie jetzt Ihr Tuch und gehen Sie getrosten Weges nach Hause. Das ist ja unerhört. Jetzt sei still. Das ist ja unerhört. Schon in der Bibel steht geschrieben, gebt dem Kaiser, was es Kaisers ist, und Gott, was Gott ist. Er will doch nicht, dass ich der Bibel zuwider handle. Niemand. Nein, 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 nein. Werter Kalkulator, vielleicht hat er sich ja verrechnet. Ich könnte ihm dabei behilflich sein, wenn er die Kasse noch einmal überprüfen möchte. E contrario, im Gegenteil. Ich habe mich noch nie verrechnet. Außerdem ist die Kasse leer. Und wo es nichts zu rechnen gibt, kann ich schon nicht verrechnen. Dann müssen die Bürger halt eben den Gürtel etwas enger schnallen. Was? Noch enger? Schaut mich an! Meine Kinder fressen mir förmlich die Haare vom Kopf. Das ist wohl ein Problem. Sie haben ja... Hatte ich gerne bei ihr, da wär es mir wohl. Sie ist beim Morgensterne, strahlt mir ins Herz voll. Und wie geht's weiter? Kennt ihr's? Bei ihr, da wär ich gern, wenn ich nur daran denk. Oh. Nicht, nicht, Sherry. Oh, pardon, Madame. Oh, hat sich was. Wenn schon, dann Mademoiselle. Und wenn er mal aufhört, dumm zu gucken und nichts zu tun hat, kann er der Mademoiselle den Korb nach Hause tragen. Die hat heute in den Knochen. Wie wie, Mademoiselle, wie wie? Was heißt hier wie wie? Er wird aber noch in der Lage sein, den Korb zu tragen. Schwester Leni. Ja, Frau Doktor. Helfen Sie dem Mann beim Auskleiden, wenn das so weitergeht, muss ich die Praxis schließen. Für heute kann ich Schluss machen. Ich bin sowieso seelisch und körperlich am Ende. Nun mach doch mal endlich weiter. Frau Doktor, Frau Doktor. Dann mein Best. Haben Sie immer aufgesammelt? Mein Best ist wieder tot. Ja, würden Sie sich öfter waschen? Dann geht mein Best. Das nicht vor mir. Sag so, was ist denn da rausgefallen? Was ist denn das? Heiliger Antonius! Ein Wunder ist unser Wurzelbüsch. Antonius hat geholfen. Ein Wunder. Ein Wunder. Er hat es auch nötig. Denn wie er selbst sagt, die Wege des Herrn sind unerfüllt. Ordnen Sie sich rechts ein und biegen Sie links ab. Hans-Dietrich, ordne dich rechts ein. Du siehst, die Spuren trennen sich und ganz links abbiegen. Das sehe ich jetzt auch so, dass ich brauche kein Navi. Hochzeitsverkehr, nehmen Sie die erste Ausfahrt. Nehmen Sie die erste Ausfahrt. Nein, Mami, ich lasse mich doch so ein Ding nicht. Ich würde da nur hier fahren können. Ich nehme die Auffahrt, ich nehme den. Nehmen Sie die erste Ausfahrt. Ja, nun nimm doch die erste Ausfahrt. Nee, mach ich nicht. Nehmen Sie die erste Ausfahrt. Ich vertrage ja noch nicht mal mehr meine Leibspeise. So ein richtig fetten Schweinebauch mit Sauerkraut. Da wurde ich aber stutzig. Da habe ich zu mir gesagt, Gunders habe ich zu dir gesagt, du musst jetzt mal flugs zu Dr. Sauerbier.
dass er dir da mal tüchtig reinleuchtet mit seinem Apparat, um zu sehen, was da drin los ist. Warum dieser Malle-Pix-Magen nicht mehr mitmacht. Tun Sie mal einen Gefallen. Nehmen Sie Ihre Malle-Pix-Magen und gehen Sie wieder nach Hause. Die anderen Organe machen doch auch noch alle mit. Was hat dieser verflixte Magen aus der Art schlagen? Zweimal habe ich Ihnen schon gesagt, dass der Herr Doktor nicht anwesend ist. Bitte? Ich hätte gesagt, der Herr Doktor ist nicht anwesend. Wird das hier noch lange dauern oder komme ich bald dran? Der Herr Doktor ist seit 4 Wochen weggefahren. Na, dann warte ich halt eben so lange. Kommen Sie, gehen Sie, stehen Sie mit dem Tisch und ich spreche. Ich lud sie ein zu einem Glas Rotwein. Und wie die Frage gibt, wie willst du mal sein? Wer will mir einen Kuss und das ist ja. Maria, Maria, Maria. Dein Schick und dein Scham, der dir fällt. Maria, spiel mir das Ja.
überlegte, was du machen möchtest. Ich werde mal bei den Mädels ein gutes Wort für dich einlegen. Also, Frau Gustav, weißt du, bei mir gibt es da nicht viel zu überlegen, weißt du. Mit mir klappt das nicht. Guck mal, ich wohne in der Stadt, weil ich da auch meine Arbeit habe. Und nee, ich möchte nicht umziehen, ich möchte nicht hierher. Entschuldigung, nur anstellen. Wir sind im Landeanflug auf Osterspein und landen auf der Piste der neuen Ehrlichanbindung. Falls wir über das Ziel hinaus wünschen, wäre es doch gut, die Schwimmwesten anzuziehen. Aber wir tun unser Bestes. Hören Sie, Vater, könnte ich Sie um einen Gefallen bitten? Aber gerne, meine Tochter. Wissen Sie, ich habe mir im Urlaub einen ganz, ganz teuren, bei sehr, sehr guten Damenrasierer gekauft. Jetzt habe ich die Befürchtung, wenn wir landen, dass ich den verzollen muss. Könnten Sie den nicht unter Ihrer Sultane verstecken? Ja, meine Tochter, das kann ich schon. Aber wissen Sie, ich habe ein Problem. Ich darf ja nicht lügen. Aber ich lasse mir da schon was einfallen.